Gegenschub, halbe Kraft. Schwuppodrom auf Autopilot. Schulweg-Kontrollschleife 1842. Copilot, Sokrates, Ende und aus. Sokrates, das war ein 1A-Manöver. Besser hätte ich es auch nicht machen können. Technisch war das fehlerlos, das Timing war perfekt und die Kommunikation mit dem Tower ebenso. Ich bin stolz auf dich. Ja, ich muss sagen, das habe ich wirklich ziemlich super gemacht. Denk mal, wie das noch vor einem Jahr war. Weißt du noch, wie du den Mausalarm überhört hast, weil du so abgelenkt von der Pudeldame warst? Oder wie du mit vollem Mund ins Mikro geredet hast, weil du den frischen Knackwürsten nicht widerstehen konntest? Und die im Tower haben kein Wort verstanden? Oder das eine Mal, als du... Helmi, daran will ich nicht denken, okay? Ja, da hast du recht. Wozu auch? Hauptsache, dass du jetzt alles richtig machst. Helmi, da, schau, der Patrick bei der Bushaltestelle. Soll ich dich gleich runterschwuppen oder willst du noch abwarten? Lass uns abwarten. Noch ist der Mausalarm nicht losgegangen. Oh nein, nein, nein. Es geht schon los. Da, er nimmt das Handy heraus. Ganz ruhig, Sokrates. Er hat nur auf die Uhr gesehen. Alles im grünen Bereich. Aber Helmi, denk an letztes Jahr. Einmal wäre der Patrick fast vom Bus erwischt worden. Du bist gerade noch rechtzeitig gekommen. Ja, da ist er mit dem Rücken zur Fahrbahn gestanden, hat mit dem Handy gespielt... Und dabei nicht bemerkt, dass sein Schulrucksack auf die Fahrbahn ragt. Helmi! Alles okay, Sokrates. Patrick, passt auf. Ich weiß noch, vor einem Jahr hat Patrick immer in den Bus reingedrängt. Du hast ihm dann erklärt, dass man die anderen Fahrgäste aussteigen lassen muss, bevor man selbst einsteigen kann. Und er hat es sich gemerkt. Ist doch großartig. Und wie oft mussten wir ihm sagen, dass er den Schulrucksack nicht im Weg liegen lassen darf, weil andere Fahrgäste darüber stolpern könnten. Aber es hat was genützt. Und jetzt bringt er seinem Bruder bei, wie man es richtig macht. Ja, das hat er echt gut gemacht. Aber weißt du, was mir jetzt noch einfällt? Wie er das eine Mal vor dem Bus über die Straße gelaufen ist, ohne zu schauen. Warte mal, was macht der Kleine? Niki! Du darfst doch nicht einfach losrennen. Wenn du so knapp vor dem Bus hinüberläufst, kann es sein, dass dich der Busfahrer übersieht. Echt? Wieso denn? Weil du dann in seinem toten Winkel bist. Helmi! Das bedeutet, dass der Fahrer dich im Bereich unmittelbar vor und auch hinter dem Bus nicht sehen kann. Im sogenannten toten Winkel bist du für den Fahrer also nicht sichtbar. Genau. Und außerdem kann es passieren, dass ein Auto an dem Bus vorbeifahren will. Dein Bruder hat ganz recht. Der Autofahrer kann dich auch nicht rechtzeitig sehen, wenn du einfach losläufst, da der Bus dich verdeckt. Und deshalb warten wir immer, bis der Bus weg ist, bevor wir hinübergehen. Dann können wir genau sehen, was auf der Straße los ist. Am besten, du hältst dich an deinen großen Bruder, Niki. Der ist nämlich ein richtiger Verkehrsexperte. Okay, danke, Helmi. Kaum zu glauben, dass Patrick jetzt so gut aufpasst, wenn ich daran denke, was er für ein Schussel war. Aber daran müssen wir nicht mehr denken, denn jetzt kennt er sich super aus. Und schließlich ist noch kein sicherer Verkehrsteilnehmer vom Himmel gefallen. Genau. Und auch kein sicherer Co-Pilot. Nicht vom Himmel gefallen, aber über den Himmel geflogen. Gib Gas, Sokrates! Ja! Noch mehr Infos und coole Spiele findest du auf meiner Homepage www.helmi.at. Wuffu!